Herzlich willkommen zu Sterbeforschung aktuell, einer neuen Interviewreihe, die Sie ab sofort regelmäßig auf Thanatos TV sehen können. Wir werden hier auf aktuelle Forschungen zum Thema eingehen, wir werden Aussagen kommentieren und wir werden auf häufig gestellte Fragen antworten. Mein Interviewpartner ist Dr. Reto Eberhard Rast. Er ist Arzt und Präsident der Swiss Science, einer Schweizer Gesellschaft, die sich der Erforschung von Nahtoderlebnissen widmet. Herr Dr. Eberhard, eine der Erklärungen zu Nahtoderfahrungen, die man immer wieder hört, ist Sauerstoffmangel im Gehirn. Wie ernst zu nehmen ist dieses Argument aus Ihrer Sicht? Ist es nicht wirklich vorstellbar, dass das Gehirn in besonderen Ausnahmesituationen unterversorgt ist und dann durch Kohlendioxidanstieg Fantasiebilder erzeugt werden? Ja, also gesichert ist dazu bestimmt, dass Sauerstoff das Erste ist, was uns irgendwie fehlt. Oder Sauerstoff ist die Essenz, die wir brauchen. Und es gibt keine Zelle in uns, die länger ohne Sauerstoffzufuhr überleben kann. Im Hirn geht das ja schon nach 3 Minuten, wird das knapp. In anderen Zellen, die können Tage sogar ohne Sauerstoff überleben. Irgendwann ist das fertig. Und das ist das Erste, woran wir wahrscheinlich auch denken, wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann fehlt uns in erster Linie der Sauerstoff mal auf längere Sicht dann auch weiter, dass auch Zucker fehlt. Aber das, woran man denkt, ist halt eben dann auch Sauerstoff. Das müssen wir zuführen. Und insofern ist natürlich die Idee nahe, dass Sauerstoff, wenn der fehlt, dann eben solche Bilder produzieren könnte. Und war auch eine der frühesten Theorien zur, sage ich mal, physiologischen Erklärung von Nahtoderfahrungen. Jetzt ist es so, dass eigentlich schon früh man von Nahtoderfahrungen kannte, sogar die ersten, die waren entstanden oder porträtiert, ohne dass da Sauerstoffmangel vorlag. Also die erste eigentlich, so eine Protostudie, stammt von einem Schweizer Geologen, einem Professor Heim, der hat 1892 so Fälle publiziert, die alle entstanden durch Absturz. Also das waren Bergsteiger oder er selber eben auch, das war seine zündende Idee, dann auch das zu sammeln. Die haben eine Nahtoderfahrung gemacht innerhalb von ein paar Sekunden, wo überhaupt kein Sauerstoffmangel vorlag, weil die stürzen einfach ab, das andere hat funktioniert. Und insofern kann ja dort der Sauerstoffmangel nicht die Ursache der Nahtoderfahrung sein. Das war eigentlich damit schon früh bekannt. Ja. Also da haben wir gewisse Fälle, da könnte das sein, aber andere Details, da spielt das bestimmt keine Rolle. Ist es vorstellbar, dass andere Substanzen auf das Gehirn einwirken und diese Bilder erzeugen? Medikamente zum Beispiel? Ja, das ist auch ein Thema immer wieder. Medikamente könnten natürlich auch eine Ursache sein. Die können so halluzinogen wirken, gewisse Medikamente, wie gerade Ketamin, ein Narkotikum, das man benutzt, gerade so in Notfallsituationen. Aber da haben wir etwa das ähnliche Problem, dass wir halt viele Nahtoderfahrungen haben, das spielen Medikamente überhaupt keine Rolle. Und es gibt auch zwei Studien, die waren 2001 erschienen, die gerade gleichzeitig, eine von Sam Parnia, ein Notfallmediziner, und einer des Kardiologen Pin van Lommel. Und die haben die Frage sowohl für den Sauerstoff wie die Medikamente untersucht und die haben keine Korrelation gefunden. Mhm. Auch andere Studien später und auch etwas früher, die nicht so seriös waren, haben eigentlich darauf hingewiesen, dass es offenbar bis heute keinen Zusammenhang zu geben scheint zwischen Medikament, zwischen Sauerstoffmangel, was dann die Ursache einer Nahtoderfahrung betrifft. Also es gibt so, wir haben Nahtoderfahrungen, die haben keinen Sauerstoffmangel, keine Medikamente, und umgekehrt haben wir ganz viele, die haben Sauerstoffmangel, die haben Medikamente, die bekommen keine Nahtoderfahrung. Es scheint einfach da keine Korrelation zu geben. Wenn solche Studien bekannt sind, weshalb hält sich diese Theorie Sauerstoffmangel aus Ihrer Sicht schon so lange? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil einfach das für viele plausibel erscheint und weil eine physiologische Erklärung näher liegt für viele als eine, sage ich mal, spirituelle. Da haben wir eine gewisse Polarität schon ganz früh. Dass ein Kreis sieht darin eine spirituelle Erfahrung, ein anderer Kreis will genau das eher nicht und will eigentlich eine physiologische Erklärung finden. Und dann ist eben genau, sind diese, sage ich mal, die naheliegendsten Aspekte, Sauerstoffmangel und Medikamente. Aber es gibt schon Substanzen, die wir in Betracht ziehen müssen. Also interessant sind da vor allem diejenigen, die wir kennen als Halluzinogene, also beispielsweise Opiate, die sind gerade das, ja, da haben wir eine gewisse Entsprechung als Endorphin im eigenen Körper. Also die können wir geben, aber wir können sie auch haben, wenn wir nichts geben, theoretisch, weil wir können die produzieren. Oder? Das Endorphin in uns, das so opiatähnlich ist, das ist
ein schwaches Halluzinogen. Das heißt also, das kann Bilder erzeugen. Oder wir haben ein anderes, das DMT, dieses Dimethyltryptamin, das kommt vor auch in Pflanzen. Das ist eine Droge, sogar so ein Entheogen, wie man das nennt. Das ist eine Droge, die vor allem so spirituelle Erfahrungen erzeugt. Beispielsweise in Südamerika wird das in Ayahuasca, so einem Saft, gebraut und getrunken. Oder Speed ist so eine Droge, wo das drin ist. Und also da können wir mit einer Substanz so psychogene Faktoren erzeugen. Und wir wissen, das haben wir auch in unserem eigenen Körper. Also da wäre eine Möglichkeit, da eine Erklärung zu finden. Aber bis heute haben wir dazu eigentlich kein Beweis, es ist einfach eine Hypothese, dass das so sein könnte. Das heißt, die Erklärungsmuster folgen oft einfach dem Weltbild, das jemand hat. Ja, also das auf jeden Fall. Bei Naturdrogen ist das sehr ausgeprägt. Aber nicht nur das Weltbild, es ist auch etwas, das Zeitalter und das Verständnis der Technik, die momentan solche Interpretationen dann fördert oder eben wieder zur Seite schiebt. Also beim Hirn, früher als die Mechanik aufkam, hat man das Hirn versucht mechanistisch zu erklären, dann später mit der Elektrizität, vor allem elektrisch, jetzt heute mehr digital, künstliche Intelligenz. Also auch da sucht man natürlich dann, weil man etwas eben nicht versteht, vor allem dann in der Neuerung und denkt da jetzt das Geheimnis gefunden zu haben. Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.